So, gibt hier noch irgendwas? Eine versteckte Wand oder so? Nö. Hier geht es hoch. Da steht ein Armbrustschütze. Husten. Ich wollte jetzt Bogenschütze sagen. Hier oben kann man noch langlaufen, glaube ich, ne? Sieht doch sehr stark danach aus. Okay, da unten ist noch so einer. Waren wir hier? Kann das sein? Ich glaube ja, oder? Okay, festigender Knöchelring oder versteinerter oder was war das? Festigender. Verlangsamt den Zerfall von Ausrüstung. Hm, auch nicht schlecht. Wenn man ganz fragile Ausrüstung hat. Kann man das gerne mal anbieten. So, hier kann man rüberspringen. Mhm. Sind wir hier überhaupt? Keine Ahnung. Ist da hinten? Gehe ich hier jetzt schon weiter? Ich kann mich ja erstmal nochmal hier drin umgucken. Sind wir jetzt hier? Stimmt, da oben geht dann noch weiter. Dann geht doch auch erstmal da oben weiter. Ich hab 9000 Seelen. Okay, da sitzt einer, da sitzt einer. Zum Glück sind das alle One-Hits. So, hier steht noch einer drin. Da auch. Okay. Köderschädel, nice. Das ist eine Tür. Da ist ein Item. Skeptiker-Gewürz. Sind das Fahrstühle wie in Dark Souls 1? Scheiße, ich kann da nicht richtig runtergucken. Ist eine geheime Wand? Nö. Okay, merke ich mir erstmal kurz. So, hier ist ein Tor. Na, da hinten ist doch Bosszeit, oder was? Passiert das irgendwie, wenn ich hier aufstehe? Ich glaube, das sind alles so eine Explosiven, oder? Geil, hier versperrt mir wirklich einer den Weg zum Leuchtfeuer. Das ist ja gemein. Oh, okay, hierfür war der Festungsschlüssel. Fossiler Drachenknochen. Und drei Feuerbomben. Er gibt ja wieder so eine Drachenwaffen. Damit werden die verbessert. So, wie sieht das hier aus? Aha. Suchen wir das Gutes hier. Mach mal lieber zu. Nicht, dass wenn man da unten rausgeht, einer von denen hier meint, da rauslaufen zu müssen. Zum nächsten Boss wollte ich jetzt eigentlich noch nicht. Ich laufe erstmal hier rein. Gucken, ob das ein... Das ist ein Aufzug. Okay, aber an das Item kommt man damit offensichtlich nicht. Hier fährt man dran vorbei. Da ist eine Truhe. Okay. Schon mal sehr nice. So, wie sieht das mit versteckten Wänden aus? Erstmal keine. Da ist ein fucking dunkler Raum.
Keiner kommt, um mich anzugreifen. Sehr schön. Verwelktes Dämmerungskraut, okay. Was ist er denn nun? What the fucking hell? Was greifen einen hier schon Ninjas an oder was? Fehlformkrallen. What the fuck? Das ist irgendwas mit Geschicklichkeit zu 100%. Das ist tatsächlich Stärke? Okay, die sind also sehr gut für Parieren, wenn ich das richtig sehe. Also hier für Crits, für kritischen Damage. Kritischen Damage, Junge. Die spawnen hier einfach so, ja? Mal gesehen hatte ich davon keinen. Erstmal ganz langsam hier durch. Okay. Scheint soweit erstmal alles gut zu sein. Da steht noch irgendeiner. Ansonsten ist wohl erstmal alles gut. Da ist eine Leiter. Jetzt auch die ganze Zeit hinter mich. Zwillingsklinge, okay. Parierdolch, okay. Was heißt denn Zwillingsklinge? Geschicklichkeitswaffe. Irrelevant. Zumindest für mich. Hier ist noch eine Truhe. Noch ein Stab, was soll das nur sein? Zauber. Das ist ein Zauberstab? Aha, okay. Guck mal einen an. Hier hätten wir unseren nächsten Zauberstab bekommen mit dem Magier. Okay, hier ist noch so ein Pharos-Ding. So, jetzt ist da noch einer. Da ist eine Leiter. Alter Vater, wo sind wir? Warte mal. Kurz gedacht, ich habe ein Feuer gehört. Hier nur noch. Lol. Hier sind wir? Ja, aber warum? Like, wozu? Warum sollte ich hier hinwollen? Okay. Naja, ich weiß wenigstens, wo ich bin. Okay, so. Bin halt gerade übelst vorsichtig, weil ich 11.000 Seelen habe. Feuerpfeile, oh Freude. Eigentlich mal wieder ein Trinken. Na geil, die wissen ja genau, wie sie es machen müssen, wa? Okay, da ich hier nirgendwo anders hin kann, könnte ich da eigentlich auch runter. Wie man zurückkommt, weiß ich ja.
Okay. Da muss ich schon wieder husten. Oh Gott. Hier oben gab, glaube ich, ein Item. Genau. Große Seele und eine grüne Blüte. So, da wo der war, komme ich nicht so einfach hin. Habe ich irgendwie einen Hund oder sowas gehört? Warte mal. Das haben wir doch schon gesehen von woanders. Okay. Mach die Tür hier erstmal wieder zu. Ich muss erstmal wieder zurück. Gucken, wo es noch lang ging. Aber was das hier für ein komischer Zing-Zing-Ninja war, du? Junge. Da hatte ich ein bisschen Schiss vor. So, hier erstmal wieder rein. Okay, da fällt man in den Tod, da am besten nicht rein. Das Item hier müssen wir uns auch noch irgendwie besorgen. So. Okay, jetzt bin ich schon wieder hier. Gut. Genau, das Item ist das. Hier war ja noch was. Geh hier doch erstmal weiter. Wie sah das hier aus? Genau, hier kann man nur da wieder rein. Okay, da ist eine Treppe. Leiter, meine Güte. Warum verwechsel ich die ganze Zeit? Flammenschmetterling und drei Fackeln. Naja, das ist nicht so was Tolles. Hier kann man noch zu 100% lang. Okay. Da hinten liegt ein Item. Hey, ich weiß, wo wir sind. Nice. Seeleines tapferen Kriegers und Goldschwingenschild. Was ist denn das Goldschwingenschild? Das ist scheiße. Aber gut gegen Magie. Okay, hier und nun? Jetzt könnte ich da auf dem eine Drop-Attacke machen. Ob man das will, ist natürlich eine andere Sache. So, kommt man hier sonst noch irgendwie weiter? Geil, ich komme hier nicht mal mehr hoch. Also werde ich da eine Drop-Attacke machen müssen. Oder hier rüber? Rüberspringen und dann? Kommt man da dann wieder hin? Auch nicht wirklich, wa? Kommt man denn weiter, wenn man da lang läuft? Und da irgendwie noch weiter? Nö. Ich habe 12.000 Seelen, das ist mir eigentlich zu risky. Ich nehme mal einen Heimkehrknochen. Beim besten Willen. Jupp. Uiuiuiui. Okay. Jetzt wieder runterkommen. Tee trinken. Ach ja. Okay. Na, und da können wir auch noch runter. Aber erstmal Level. Ich war gerade am Überlegen, ob ich zu McDuffer mir drei Scherben hole und meine Waffe nochmal verbessere. Aber ich will dann doch lieber erstmal Level. Ja, Bear Six Sieg lässt. So. Einmal wieder bis ganz unten durch. Zack. Belastung ist auf 20. Ist erstmal ganz gut. Zwei Level kann ich machen.
Okay. Passung gibt noch 2 Beweglichkeit. Mhm. Keine Ballons mehr so wirklich. Munition gibt Ballons. So. Ein Ballons. Also 0,3 Ballons dazu. Nochmal 1,5 Belastung. Oder Vollbelastung. Nee, ich will ja sowieso ein bisschen mehr Ausdauer auch haben. Jo. Okay. Wie sieht das jetzt aus mit unserer Ausrüstung? Da schon Jan einen Handschuh antragen? Antragen wir noch. Nee, noch nicht ganz, aber fast. Fast kann ich die auch anziehen. So, jetzt haben wir noch 1000 Seelen über. Du hast noch nichts Neues, ne? Nein. Nö. 4000 kostet das Ding. Boah. Die kosten 6000, 12000. Die bringen nicht mehr sonderlich viel, ist das Schlimme. Davon könnte ich mir auch gerade mal 3 holen. Schild bei MacDuff sollte auch mehr kosten. Was kann ich denn mit 1000 Seelen noch anfangen? Eigentlich gar nichts mehr so wirklich, ne? Lively times, these are. Ja, was wirst du machen? Kannst du nicht ändern. I knew you. Können wir noch kleine Scherben holen, aber wofür? Es sei denn. Warte mal kurz. Könnte ich ja trotzdem schon verbessern. So ist ja nicht. Ich könnte mir schon eine Talitscherbe mal kaufen. Dann. Ach scheiße, die kostet 800. Na gut. I'll be around. Ich habe gerade irgendwie im Kopf gehabt, dass die 300 kostet. Naja. Krieg ich noch irgendwo ein paar Seelen hier? 300? Ich wollte gerade sagen, was ist denn das da hinten? Aber das ist das Dach von ihm. Das sah irgendwie gerade aus wie so eine festigte Burg oder wie man es nennen will. Ich könnte aber zu MacDuff mal reisen. Da die Hunde vorne wegmachen. Vielleicht habe ich dann genug, um die Handschuhe direkt noch zu verbessern. Dann brauche ich noch ein Level in Belastung, kann ich die auch anziehen. Recht hat? Nö. Dann machen wir den Dicken hier doch noch weg. Den interessiert das ja anscheinend nicht, dass wir hier kommen. Zack. Dämmungsklaut. So, dann reicht er doch zum Verbessern. Krieg ich die Tür jetzt auf hier? Ja. Ehre. Ja, so, hier, verstärken. Ausrüstung. Geil, ich kann den Helm nochmal verstärken. Dann habe ich 2 verstärkte Helme. Oh, Freude. Nee, die würde ich verstärken. Oder? Ja. Jägerhut. Ja, mach mal. Gulli. Mal ganz kurz gucken hier. Junge. Nee. Hätte das mehr Haltung. Hätte ich sofort genommen. Nein, wenn nicht, dann nicht. Gut. Dann setze ich mich jetzt ans Feuer. Und dann wartet doch schon wieder für die Aufnahme. Haben wir ordentlich was geschafft, oder? Wie viele Bosse haben wir denn jetzt nur gemacht? Den Verfolger? Den Verfolger sogar 3-mal. Ja. Und die komischen anderen Hyopais, die 3. Auch First Try. Also ich bin ein bisschen stolz auf mich. Man sieht, Stärke liegt mir viel mehr. In dem Sinne bedanke ich mich mal wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. So, ciao, ciao.